Hallihallo, Hallöchen, wir spielen Mudrunner auf der PlayStation 4 auf der Karte Bergab. Und das letzte Mal habe ich da den Tankwagen festgefahren, den haben wir dann doch befreien können. Und ja, jetzt lassen wir den Tankwagen da stehen, ich muss noch tanken. Und das werden wir gleich mal machen, wenn ich ihn nicht kaputt fahre. Okay. Spiegel ist kaputt. So, wir werden mal hier gerade daneben stehen und jetzt müsste ich hier eigentlich Motor abstellen und ich muss in den anderen LKW wechseln, der da steht. Und jetzt kann ich hier übertanken. Muss ich ihn dafür anmachen? Genau, so anklicken, den Tank. Und jetzt kann ich entweder den LKW tanken, der vorne dran hängt, oder den nebenan. Machen den nebenan voll. Okay, und wechseln wieder den Lastwagen. Und da ist noch so, ich habe da hinten noch den Anhänger zu stehen. Den wollen wir natürlich mitnehmen und fahren dann zur Stammausgabe. Jetzt müssen wir schauen, damit wir da so einigermaßen vernünftig rankommen hier. So, und dann haben wir hier so Schranken überall. Und so, jetzt müssen wir mal schauen. Nein. Überall haben wir Schranken und da kommen wir nachher mit dem Holz nicht durch. Na, ich will eigentlich den Anhänger ranmachen. Aber ich glaube, da muss noch ein Stück vorfahren. So, genau. Jetzt haben wir den dran. Wir haben Beleuchtung an. Wir haben Allrad aus. Und jetzt fahren wir hier bergauf Richtung Stammausgabe. Da steht schon der K700. So, und da sehen wir, ohne Allrad ist da nichts los. Da kommen wir hier kaum den Berg hoch. Schalten wir Allrad ein, geht es schon viel besser. Wenn ich da noch ein bisschen langsam fahre, geht es noch viel besser. So, machen wir mal Differential rein und dann geht es richtig ab hier. So, wir schauen mal auf die Karte, wo wir eigentlich hin müssen. Mach mal die Handbremse rein. So, wir müssen eigentlich da lang. Da hinten steht schon bei der Stammausgabe ein Fahrzeug. Jetzt hoffen wir einfach, damit das genug Treibstoff hat. Da wäre noch ein Fahrzeug freizuschalten. Und es wäre hier einmal ein Sägewerk. Und einmal hier unten. Also wenn wir da noch ein bisschen Zeit auf der Karte verbringen. Aber das macht ja nichts, das wollen wir ja. So, also heutiges Ziel ist Stammausgabe erreichen und vielleicht können wir da noch Stämme laden, je nachdem wie wir hier durchkommen.
Aber ich glaube, mit dem LKW sollte das gar kein Problem sein. Bin ich da richtig? Ah ja, muss ich bei der Werkstatt vorbei und weiter geradeaus. Okay. Habe jetzt nicht mehr gewusst, damit da wirklich eine Werkstatt ist. Wir halten kurz an, machen hier mal eine kurze Reparatur. So, okay, repariert. Okay, fahren wir weiter. Wir haben ja eigentlich schon alles konfiguriert hier an unserem Fahrzeug. Das wollen wir ja so haben. So, jetzt muss ich mal schauen. Einfach geradeaus. Und dann kommt das nämlich gut. So, wir fahren da nicht durchs Wasser, wir fahren hier lang. Genau, wir haben jetzt eine Gruppe höher gewählt. Wir könnten theoretisch hier schneller fahren. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich da geradeaus muss wohl. Okay, jetzt müssen wir natürlich wieder runterschalten. Ist ja egal, wir haben ja den ganzen Tag Zeit, um da hinzukommen. Oder die ganze Nacht. Hier ist ja natürlich Nacht. So, ich bin mir da echt nicht sicher. Links, rechts, wieso geht's denn da? Eigentlich geht eigentlich geradeaus. Also wir fahren jetzt da lang. Ich weiß nicht, ob ich hier mit dem K700 auch lang gefahren bin. Ja, wahrscheinlich hätte ich auch andersrum fahren können. Links rum anstatt rechts rum hätte ich nicht durchs Wasser gemusst. Und jetzt kommt da wieder Wasser. Okay, jetzt muss ich aber wieder auf die Karte schauen. Okay, ich muss mich links halten, ansonsten fahre ich mich fest. Links am Ufer lang. Ah ja, da ist der Weg. Oh oh. Aber wir haben einen Holzaufbau hinten drauf. So ein bisschen. Kann ja nichts passieren. Kann nachher schwimmen. Der schwimmt denn, der LKW? Ah, da kommt schon wieder das Ufer. Der Anhänger wird einfach mitgerissen. So, Jungs, wo müssen wir jetzt durch? Rechts rum. Uiuiuiuiuiuiui. Hier ist schon ein bisschen krasser. Der Schlamm, es wird immer schlimmer, der Weg, umso öfter ich da lang fahre. Aber ich mag die Teile hier irgendwie, die russischen Lastwagen. Die sind noch so stabil. So. Ah, warte mal, genau, da bin ich glaube ich auch runter. Ich schaue noch mal auf die Karte.
Genau, sind wir gleich da. Jetzt heißt es wieder bergab. Und irgendwann muss ich hier vielleicht mit dem Holz hoch. So. Da mal mit Vollgas zum Ziel donnern. Die Reifen drehen bloß noch ohne Ende. Wir kriegen die Kraft nicht auf die Straße, hätte ich fast gesagt. Auf den Schlamm. So, okay, Stammausgabe haben wir erreicht. Und ich stelle ja den leeren LKW am liebsten schon in die Fahrtrichtung, wo ich nachher weg will. Weil, wenn ich dann anfange, mit dem vollen LKW hier in den Schlamm zu drehen, da hänge ich hier schon fest. Okay, ich stelle den mal hier drüben hin. So einigermaßen gerade vielleicht, damit ich das da. Genau, ungefähr so. Motor abstellen. So. Trag wechseln. Wie sieht denn das aus? Treibstoffmäßig sieht es hier nicht so. So gut aus. Na, wir machen mal Automatik. So, jetzt versuchen wir da mit dem Teil da mal Holz aufzuladen. Das sollten kurze Stämme sein, meiner Meinung nach, was da drauf geht. So, welche Taste muss ich denn da wieder drücken? Da. Okay, jetzt muss ich Frontlader. Okay, was ist mit den Greifer los hier? Aha, so, genau. Jetzt muss ich aber noch mal ein Stück. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Hier musst du jedes Mal umschalten, wenn du hier mit den Frontlader arbeiten willst. So, Frontlader. Geht nicht. Mann, ey. Das ist doch ein bisschen blöd gemacht. So, komm schon. Das gibt's doch nicht. Ich hasse es. Also, ich muss wirklich
da richtig unter drunter fahren. Sonst wird's nix. Also ich versuche mal noch mal so. Oh. Nee. Das ist unglaublich. Das ist so kompliziert hier, die Steuerung. Nee, ich will hier Frontlader. Super. Okay, zurück. So. Das ist nicht so gut hier. Die Steuerung bisschen zu kompliziert. Wieso sind es bloß zwei Stämme? Müssen das nicht drei sein? Ach Mann. Oh, da bin ich schon am LKW dran hier. Ich hasse es. Ich hasse es. So, die Steuerung ist einfach zu kompliziert, meiner Meinung nach. Ansonsten wäre es natürlich ganz gut. So, jetzt wollte ich eigentlich vorne aufladen. Und weil hier so viel Schlamm ist, bin ich jetzt bis hier hinten hergerutscht. Und fahre dann noch gegen den Anhänger gegen. So. Frontlader. So, jetzt liegt es da drauf, aber das ist natürlich zu wenig. Okay, ich werde dann noch weiter versuchen, das Zeugs da aufzuladen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.